Hallo liebe Halo-Fans, ihr seid hier wieder bei einer neuen Folge von German Gamer Clan TV. Ich bin GGC Quickscope und natürlich ist an meiner Seite wieder unser Clan-Leader GGC Snipemare. Hallo Leute, ich bin's wieder. Am Anfang möchte ich sagen, unsere German Gamer Clan TV Ausgabe kommt jetzt immer dienstags raus, da wir montags immer nicht genug Zeit hatten, also ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Ja, also wir haben diese Woche gesagt, wir machen ein Specs-Mac-Special und das wollen wir natürlich auch halten. Oh, was war das? Es war bloß SSI-Freak. In den nächsten Tagen werdet ihr dazu ein Video sehen, wie er von mir geraped wurde. Aber verschwenden wir nicht unsere wertvolle Sendezeit mit diesem BK, sondern schauen uns die neue Top 5 an. Unser Platz 5 ist von GGC Bullet auf The Cage. Er spielt Team Doubles und leider hatte sein Partner ein Disconnect, also ist er auf sich allein gestellt. Hier, da kommt doch schon der erste Backsmack, der war nice. Und da wartet er auf den zweiten. Wird das auch klappen? Und ja, natürlich. Und da ergattert er auch noch den Nade-Launcher. Nice. Also Platz 4 ist von mir gegen das Nightmare. Ich spiele MEG, werde hier zweimal gepuncht und aus dem Instinkt heraus den Backsmack, bekomme noch einen Assist und breche sein Genick durch. Unser heutiger Platz 3 ist von mir, GGC Quickscope. Da sehe ich auf meinem Radar jemanden laufen. Warte bloß darauf, dass ich ihn backsmacken kann. Und da ist er auch schon. Und da kommt noch ein zweiter. Was werde ich ihn auch bekommen? Und durch das Hologramm habe ich ihn geschlagen. Doppelter Abschuss. Platz 2 ist erneut von GGC Quickscope. Da die DMA ihn auszweit, was gespammt. Aber dann der Backsmack aus dem Instinkt zum Double Kill. Kommen wir nun zu unserem Platz 1 von GGC Rockstar. Hier pickt er das Massaker und versucht noch die anderen auszudemen. Und trotz der vielen Punkte bemerkt er die beiden Gegner, die sich von hinten anschleichen. Da ist der erste Backsmack und der zweite. Zwei Backsmacks zum Double Kill. Das war schön. Das waren doch heute echt tolle Clips in den Top 5, oder Quickscope? Da hast du vollkommen recht, Snipemare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet nächsten Dienstag wieder ein. Dort zeigen wir euch dann die 5 besten No-Bloom-Kids der Woche. Falls ihr noch nicht wisst, was No Bloom ist, wir haben ein Commentary-Video drüber gemacht. Das werden wir hier oben auch nochmal verlinken. Vielleicht guckt ihr es euch nochmal an. Und außerdem... Oh mein Gott, sie haben Snipemare getötet! Ihr verdammten Schweine! Da muss ich dann wohl jetzt das Schlusswort übernehmen. GGC, FTW.